Hallo ihr Lieben, ich nehme euch mal wieder mit zu einem Bastelprojekt. Was das wird, erfahrt ihr noch. Ihr braucht auf jeden Fall 3 Bretter für den Boden, 2 Querbalken zum Verschrauben, 4 kleine Bretter und 2 Bretter, die nach oben gehen und eine Stange und später noch 3 Flaschen. Das mache ich jetzt erstmal alles schön sauber und dann zeige ich euch, wie es geht. Die ganzen Bretter sind jetzt sauber gemacht. Jetzt müssen sie ein bisschen in der Sonne trocknen, bevor ich dann ans Zusammenschrauben gehen kann. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr heute sein, sondern erst morgen oder eben am nächsten Tag, an dem ich Zeit habe. Das ist jetzt der Zwischenstand und ich sag euch mal, was ich bisher gemacht habe. Also, hier und auch auf der anderen Seite ist ein Querbrett. Da habe ich die 3 Deckbretter jeweils mit 2 Schrauben verschraubt. Dann habe ich diese kleinen Bretter hier angeschraubt. Da habe ich erst das äußere hier und das äußere da angeschraubt. Dann habe ich das Brett reingesetzt, um zu gucken, wie breit das ist. Und dann das innere angeschraubt. Das gleiche habe ich auch auf der anderen Seite gemacht. Ich habe hier die Schrauben ein bisschen versenkt, weil die eigentlich ein bisschen kurz waren. Ich aber jetzt nicht in den Baumarkt fahren wollte. Und dann habe ich die Querbretter oder diese Hochkantbretter wieder eingesetzt und wie ihr seht, hier von außen nochmal mit 2 auch versenkten Schrauben angeschraubt. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich hier oben die Stange befestige und ich muss, die liegen da, noch die Flaschen reinigen, also von innen sind die sauber, aber halt von außen muss ich die schön machen. An jeder Flasche 2 Löcher reinbohren und dann auf den Stock fädeln und dann alles noch irgendwie da befestigen. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Wie ihr sehen könnt, bin ich nach drinnen umgezogen. Jetzt mache ich mich nämlich an die Flaschen. Die Banderole habe ich schon abgemacht und ich habe auch schon auf der Seite und auf der anderen Seite auch reingeschnitten. Das habe ich bei allen 3 Flaschen gemacht. Als erstes werde ich mich jetzt darum kümmern, dass das Restpapier abgeht. Dafür werde ich die Flasche gut schrubben, gegebenenfalls auch noch ein Wasser einlegen und dann mal schauen, ob das funktioniert. Dann werde ich mit einem Messer hier noch diese scharfen Kanten abschleifen, damit Rocky sich da nicht verletzt. Natürlich auf beiden Seiten. Und dann ist die Flasche eigentlich schon fertig. Der Deckel kann dann in den Müll, den brauchen wir nicht. Ich versuche noch den Ring abzumachen. Und wenn ich das alles geschafft habe, dann melde ich mich wieder bei euch. Ich habe mir das fast fertige Gestell jetzt reingeholt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich nochmal ein bisschen etwas verändert. Und zwar habe ich statt dem Ast, den ich vorher hatte, diese Metallstange gefunden. Und die ist echt super stabil. Das ist total genial. Und ich habe hier auf der Seite, Moment, ich muss mal so, ne, es geht nicht. Ich muss die Stange mal zurück machen. Versuchen wir mal hier dieses Loch gebohrt. Wieso ist das jetzt eigentlich durch? Das sollte ja gar nicht durch sein. Eigentlich hatte ich, ne, ist es ja nicht. Hä? Bin ich doof? Also da ist ein Loch. Da kommt das Holz rein. Ach, nicht das Holz. Die Metallstange rein. Rocky, so wird das nichts. Und die kann ich halt nicht durchschieben. Rocky, setz dich mal. Sitz. So ist brav. So habe ich die Chance, ein bisschen besser zu filmen. Also, die Metallstange kommt gleich da rein. Die kann man nicht durchschieben, sondern nur reinschieben. Wenn das richtig ist, steht hier nichts, hinten auch nichts über. Und dann kann ich diesen Riegel davor schieben, sodass nicht rausrutschen kann. Ich habe natürlich nicht nur die Stange vorbereitet, sondern auch die Flaschen. Ich habe den Kleber so gut es ging abgemacht. Die Löcher hier sind auch geschliffen, sodass es keine harten Kanten gibt. Und jetzt kann man die Flaschen eben hier auffädeln.
Inzwischen habe ich übrigens nur noch zwei Flaschen, weil Rocky die erste schon kaputt gemacht hat, bevor wir überhaupt angefangen haben. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe noch mehr Flaschen davon im Keller, die sind allerdings noch voll. Und ich werde mir jetzt immer welche auf Lager legen, sodass ich die dann austauschen kann. Da ich halt jetzt nur zwei Flaschen habe, kann ich das jetzt alles schon ordentlich zusammenbauen. Das ist mit einer Hand gar nicht mal so einfach. Hier hinten muss ich es jetzt gleich genau so ins Loch rein. Dann sieht man hier schon, hier steht nicht mehr ganz so viel über. Jetzt muss man das Brett ein bisschen nach außen drücken und auf Spannung bringen. Und dann kann man den Riegel vorschieben. Und jetzt hält das bombensicher. Die Flaschen drehen sich gut. Und fertig ist das Gestell. Ihr seht, es geht auch natürlich mit zwei Flaschen. Auf Dauer würde ich da schon noch gerne eine dritte nehmen. Aber so ist das jetzt erstmal okay. Und wie Rocky damit spielt, werde ich euch auch zeigen, aber in einem anderen Video. Gestern habe ich es ihm schon mal ganz kurz hingestellt. Es war lustig und ich hoffe, dass er das auch für das Video zeigt. Wie gesagt, die erste Flasche war schon kaputt, bevor alles richtig fertig war. Er ist halt ein Boxer mit Quatsch im Kopf. Ja, ich werde das, glaube ich, auch draußen testen, weil ich keine Lust habe, die Leckerchen durch die Wohnung fliegen zu haben. Genau. Vielleicht habt ihr ja gerade jetzt in der Zeit, wo man doch viel zu Hause ist, Lust, sowas auch nachzubauen. Ich habe nur Sachen genommen, die ich schon zu Hause hatte. Wie gesagt, die ganzen Holzmaterialien sind von der alten Terrasse. Die sind 25 Jahre alt, so ungefähr. Sind natürlich nicht perfekt. Hier ist auch ein bisschen was rausgebrochen beim Festschrauben, aber wie ihr seht, es hält trotzdem. Soll ja kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Es soll Rocky einfach ein bisschen Abwechslung verschaffen. Ich bin echt gespannt, wie schnell er das rausfinden wird, wie es funktioniert. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!